Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Nein, 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 Rio, nein! Breath of Fire 4. Wir sollten zurückkehren nach Warrant. Und, ja, da bin ich. Der Chief. Soweit ich weiß, reden auch alle anders, wenn wir mit Crazy anquatschen, kann das sein? Ja. Schön, dass du zurück bist, Chief Cray. Nicht nur Super Cray, sondern Mega Cray. Chief Cray. Kümmern uns gut um das Pferd deines Vaters. Oh. Die, die uns gesehen haben, leben nicht mehr länger. Mit den Kindern ist das egal. Da war ein Mädchen, was Cray mal verprügelt hat, oder reden wir von seinem Vater in dem Fall tatsächlich? Ich weiß es nicht. Mann, da steckt immer noch richtig Power hinter dem Song hier. Cray! Gut, dich wieder zu sehen, Junge. Cray, wie konntest du das so tun? Du solltest doch der Chief der Warren sein. Na, egal. Gut, dass du zurück bist. Red auch mit Tarn über alles, was passiert ist. Ja. Vielleicht muss ich auch nur mit Tarn reden, hab's wieder vergessen. Ist aber auch egal. Ist egal. Ich bin ziemlich sicher, ich war noch nicht hier und es hieß eigentlich, geh nach Warrant. Wir waren da, wir haben mit Leuten geredet. Ihr habt gesehen, die Leute sind alle so: Ey, Alter! Das ist Chief Cray, mit dem reden wir jetzt. Und das reicht mir prinzipiell. Also, um es als eine Art, sagen wir mal, Gerechtfertigung zu sehen, dass ich überhaupt mit ihm da jetzt nochmal reingelaufen bin. Ich kann also nicht behaupten, ne, das war komplett umsonst oder sowas. Darum geht's mir. Es tut mir leid, wenn ich nur verantwortungsbewusster wäre. Cray, ich weiß, ich bin deine Mutter. Aber du bist alt genug, dass du nicht mich dass du dich bei mir nicht entschuldigen musst, wenn du etwas falsch getan hast. Du bist kein Kind mehr. Ich meine, Eltern bleiben Eltern, Kinder bleiben Kinder im Prinzip, ne? Du hast das getan, was du gedacht hattest, was richtig ist, nicht wahr? Oder gefühlt hast, was richtig ist, stimmt's? Das stimmt. Cray hat getan, was er getan hat, weil er mir helfen wollte, meine Schwester zu finden. Prinzessin Nina. Ich weiß, der Verlust deiner Schwester muss schwer sein. Aber was auch immer du tust, gib die Hoffnung nicht auf. Sie könnte jederzeit überall auftauchen. Plopp, da ist eine. Plopp, da ist doch eine. Oder so. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, ihr müsst alle sehr müde sein. Ihr könnt herausfinden, was ihr als nächstes tut. Morgen. Yay. Morgen. Also. Naja. Keine mehr da. Ah, ich hab mich alle allein gelassen. Ihr Schweine. Naja, nicht wirklich. Okay, was stellen wir an, Leute? Was machen wir? Warum ist Sias noch bei uns? Hallo? Hey? Guten Morgen, Kami. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir keine Sorgen mache über das, was als nächstes passiert. Aber Tarn hat mich daran erinnert, dass Hoffnung wirklich nur verloren ist, wenn wir sie aufgeben. Ja, das macht Sinn. Das Imperium hat ihre Bedingungen gestellt. Sie sagen, dass weitere Brüche wie unsere, die Allianz, dass die Allianz dann große Areale des Landes auf der Grenze aufgeben muss, um eine neutrale Zone zu schaffen. Ja. Ashen wird erstmal warten und gucken. Und Sias ist so, jo, ich existiere auch noch. Das Pferd steht jetzt auf mir. Ich sehe, dass alle wach sind. Gut. Lasst uns darüber nachdenken, was wir jetzt tun sollten. Yeah.
Also das Imperium benutzt dich als eine Entschuldigung, um das Recht zu erlangen, die Länder zu betreten, die von der Allianz oder die der Allianz angehören, wann immer sie auch wollen, ha? Was die Friedensverhandlungs- oder Friedensbedingungen angeht, ist das echt lächerlich. Sie haben etwas vor, aber was? Ich habe keine Ahnung, aber es scheint, als wären sie auf der Suche nach etwas. Wisst ihr was? Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, ich habe herausgefunden, nach was sie suchen. Ich glaube, sie suchen nach Komi. Hä? Als wir in dieser Stadt in der Wüste waren, sagte dieser Captain vom Imperium, dass sie auf der Suche nach einem Drachen wären, richtig? Denkt mal drüber nach. Ich habe Komi nackt in der Mitte der Wüste gefunden. Der Matschdrache wurde plötzlich aggressiv um ihn herum. Er hat das Auge eines Drachen. Nichts an ihm ist normal. Das soll nicht heißen, dass ich dich nicht mag oder irgendwie sowas. Wenn das wahr ist, wenn sie wirklich nach Komi suchen. Lasst ihn und geht alleine woanders hin. Problem gelöst. Dann könnte er entweder vom Imperium oder der Ludia gegen den anderen verwendet werden. Klingt für mich danach, als bräuchten sie... als müssten sie herausfinden, ob das wahr ist oder nicht. Vielleicht, wenn wir Komi zum Winddrachen in Windia bringen, kann der uns vielleicht sagen, was wir wissen müssen. Macht Sinn. Wenn ihr etwas über einen Drachen wissen wollt, dann ist der beste Ort zu fragen ein weiterer Drache. Stellt euch das mal in Herr der Ringe vor, ne? Smozo, ja, böser Drache. Komm, wir fragen den anderen Drachen. Ist bestimmt besser. Okay. Ich würde mal sagen, das ist ein Versuch wert. Wobei, wir werden noch herausfinden, dass der Winddrache tatsächlich netter oder zumindest gesprächiger ist oder sowas als der Matschdrache. Von daher passt das schon. Wir halten einen Jadestein. Wenn ihr das benutzt, könnt ihr durch die Ruinen nach Windia kommen. Ich weiß nicht, ob euer Freund Komi ein Drache ist oder nicht. Aber ich weiß, dass es einen Weg heraus gibt, indem ihr den Drachen, den Winddrachen fragt. Yo, Winddrache, Dude, alter Kollege. Zicke-Zacke, Hühnerkacke. Ist Komi ein Drache oder nicht, yo? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt nochmal mit ihr reden müssen, damit wir genau herausfinden, wo wir hin müssen. Aber hier gibt es nicht wirklich viele Wege, die ich gehen kann, um woanders rauszukommen. Von daher, ey. Ne, die Sache ist halt nur, es wird die ganze Zeit von einem Schrein geredet. Und eigentlich wissen wir gar nicht mal so sehr, wo hier so ein Schrein sein könnte. Aber es ist relativ simpel. Der Schrein ist im Osten. Oder noch weiter im Osten, als wir jetzt eh gerade schon laufen. Weil wir jetzt rennen wir gerade zu diesem Stein, wie immer. Wir alle lieben Steine, was soll ich sagen? Und nach dem Stein kommt ein Schrein. Erst Schrein, dann Stein. Ja. Ich weiß so langsam, warum manche Mütter oder Elternteile, während sie den Kindern dabei zuhören müssen, wie sie mir zuhören, wie sie auf den Trichter kommen, boah, mach die Scheiße aus. Ja, so langsam, ja. Dämmert's mir. Ich meine, hey, was mache ich das hier? 8 Jahre, 11 Jahre? Irgendwie so? 10 Jahre? Jedenfalls lang genug. Lang genug. Ich komme so langsam dahinter, warum dem so ist. Hallo Vogel. Ich meine, ansonsten mag ich die Flächen hier. Rein theoretisch, wie gesagt, wäre es natürlich besser gewesen, jetzt mit Komi alleine auf dem Weg vielleicht zu leveln. Um, ja, keine Ahnung, ein bisschen Vorsprung zu haben oder sowas. Aber praktisch gesehen hat das keinen Nährwert. Von daher passt das alles so. Nein, nicht meditieren. Ich meine, wäre auch eine schöne Sache, aber nein.
wieder. Ich sollte wahrscheinlich Ashen gar nicht vorne lassen. Ich sollte... Sollte wahrscheinlich Sias nehmen und mit ihm einfach grundsätzlich Pilfer einsetzen. In der Hoffnung, dass ich irgendwas klaue. Weil ich da zumindest ganz genau weiß, er kommt als erstes dran. Ah, das ist, glaube ich, immer noch nicht perfekt, aber ist egal. Menü. Hallo, das ist Pause. Warum geht mein Menü nicht auf? Danke sehr. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon auf Viereck rumgedrückt habe, in der Hoffnung, dass mein Menü aufgeht. Aber dann wollte mein Menü nicht und ich war ohne Menü und das ist sehr traurig. Hallo Vögelchen. Direkt nach Osten auf ist auch immer sehr, sehr kompliziert. Ich versuche mich ja auszurichten an dem Boden, weil ich meine, das sieht man im Video auch noch. Man sieht diese Bodenwelle oder so, wo man sich dran orientieren kann. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll. Die Grastextur, die halt, je nachdem, ob ich gerade laufe oder nicht, eben leicht anders aussieht. Egal, Pilfer! Das Gute ist ja, wenn ich die Ruine entdeckt habe, kann ich direkt auch wieder raus und ins Camp, mich nochmal heilen, wenn ich will. Oh wow. Du hast nichts gestohlen und dann hast du ganz null Schaden gemacht. Ja, was eine Kombo. Was eine Kombo. Mach das nochmal. Alter Schaden. Nach wie vor großer Misserfolg mit dem Clown. Aber wie gesagt, ich hätte auch theoretisch das einfach Nina geben sollen. Höhere Agilität erreicht bessere Erfolge im Prinzip. Können wir jetzt mal so langsam ankommen? Ich meine, ja, es sind die großen Ebenen und selbst mit dem Weg war das nicht wirklich schnell, aber meine Güte. Ja, da kommt die Grenze. Wir kommen immer näher an die Grenze. Oh yeah. Bada bing, bada bong. Fertig. Okay, wir haben den Schrein gefunden. Wir gehen einmal raus, weil ich kann. Ich weiß, faszinierend, ne? Da haben wir den Schrein. Es ist interessanterweise einfach nur ein Schrein. Ne, nichts Besonderes dran. Nichts Tolles. Nichts, wo man sagen würde, yo, cool. Endlich mal ein Schrein. Nee. Aber gut. Fertig. Okay. Die gute alte Crail vorne, wobei es prinzipiell keinen Sinn und Zweck erfüllt, aber egal. Das ist eine Delle im Altar, willst du den Jadestein raufpacken? Jo. Woher jetzt diese Statue weiß, dass dieses Teil ein Jadestein ist? Keine Ahnung. Vermutlich ein spezifisches Gewicht oder so, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil das wird keinen Sinn machen. Nope. Na, weil sonst kann ich da auch einen Kieselstein draufpacken und das Ding so, ah ja, da ist ein Stein drauf, alles klar. Na, greifen wir erstmal und gucken, wie viel HP die Dinger haben. Nicht viel. Also, 600 oder so, das ist...
Je nachdem, wie man sehen will, viel oder auch nicht. Faszinierend. Also, es ist faszinierend anzugucken, wie die sich in unsere Richtung bewegen, dann zurückgeflitscht werden. Gefällt mir. Das ist eine schöne Animation. Irgendwas hier? Nein. Da ist auch nichts. Gut. Oder was? Nein. Warum sollte man mir Zeug geben, ne? Oh, ein Drake. Ich habe gehört, du möchtest mir dein Flammenschwert geben. Ja, wieder faszinierend anzugucken. Schaden macht das für mich auch nicht wirklich. Komm schon, Sires. Pilfei leer. Pilfei. Ah, Jesus Christ. Wisst ihr, mein Problem mit sowas ist, ich mag die Clown-Fähigkeiten in Videospielen sehr, sehr gerne. Ah, also hier jetzt oder besonders Final Fantasy 9, wo es tatsächlich richtig viel Sinn macht, Bosse zu beklauen und so. Ich liebe das System als solches. Das Problem ist halt nur, wie viel Zeit und RNG da manchmal hintersteckt, ob man jetzt was kriegt oder nicht. Das treibt mich dann doch halt hier und da so ein bisschen zur Weißglut, sagen wir es mal so. Weil, ja, funktioniert halt prima, ne? Und statt dass ich werde das wahrscheinlich im nächsten Camp einfach umändern. Ich werde das Nina geben, weil Nina nicht zwangsweise für mich angreifen muss oder sowas. Und sobald sie dann über Pilfer verfügt, kann Sias grundsätzlich auch selber zulangen. Und das macht alles für mich ein bisschen einfacher. Na, ganz einfach. Das ist meine Erklärung, meine Rechtfertigung. Oh, er hat 9 Schaden gemacht. Plus dieser Schaden, der da entsteht, dieses 9 oder 0, das fällt dann auch weg. Ne? Bei Nina ist das dann egal, weil dann geht es mir rein ums Klauen. Und ich glaube, damit werde ich glücklicher. Da gebe ich dann auch gerne ein Aurum oder Gold her, damit sie das gelernt hat. Aber das nur mal so am Rande. Nur so als eine kleine Erklärung, was ich vorhabe. Das ist... Und das Schlimme ist, das ist dann halt leider immer noch kein Garant dafür, dass ich tatsächlich immer was klauen werde. Ne? Das kommt ja auch nochmal dazu. So, jetzt haben wir hier eine Art kleines Rätsel. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, es ist so, dass mich die Strahlen verletzen werden, wenn ich reinlaufe. Also würde ich euch vorschlagen, das nicht zu tun. Da ist eine Truhe, okay. Wenn ich hier rüber gehe, komme ich irgendwo hin. Das werden wir öfter noch in diesem Spiel erleben, dass es Fallen gibt, die uns, naja, Schmerzen bereiten werden. Und im Großen und Ganzen wollen wir keine Schmerzen. Schmerzen sind schlecht. Schmerzen tun weh. Keiner will, dass irgendwas weh tut. Lassen wir das also. Nicht durchlaufen. Dass ich am Rumfloppen bin. Ach ja. Ich kann nicht anders. Ich muss es zumindest unterhaltsam finden. Attackiert den schwächsten Feind mit unnatürlicher Präzision. Ja, nee, ist klar. Ich meine, so kann man auch einen Raupi als gefährlich darstellen. So ist nicht. Aber... Holla. Ach, toll, eine Tränke. Hätte ich mal vorher richtig hingucken sollen, was da ist. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Das heißt, wir drehen das Ding so rum. Damit ist Gelb im Prinzip komplett ausgeschaltet und nutzlos. Und wir kommen hier weiter voran. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Nee.
Also ich weiß nicht, ob wir hier rein wollen oder woanders rein wollen. Das sieht so nach draußen gehmäßig aus. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es das auch nicht. Aber es ist halt so. Wir werden es herausfinden. Cray, hau mal auf so ein Würstchen drauf. Genannt drauf. Na toll. Das war eigentlich dafür gedacht, den Kampf unter Umständen in einem Zug erledigen zu können. Aber wenn Sias grundsätzlich daneben haut. Ich meine, ja, das kommt von Una und so. Ich weiß. Dann ist es halt trotzdem irgendwie ärgerlich. Was mit dir, Erschen, triffst du besser? Naja, ja und nein. Also der Schaden ist, wie sagt man das nett? Es ist ziemlich schwach, der Schaden, aber ist egal. Ja, guck ich mir dann doch erstmal an. Was ist hier jetzt drin? Ist das hier... Ja, das ist der Ausgang. Ich bin nur froh, dass das Rätsel sich nicht resettet, aber ich glaube, wenn es sich resetten würde, würden wir hier auch eingesperrt sein. Dann müssten nämlich alle Laser so stehen, dass ich nirgendwo mehr dran vorbeikommen kann. Und das wäre, wie mein Freund Sonic sagen würde, no good. That is no good. Greif an und du machst Cyclone. Ich bin ja in solchen Spielen wie hier, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig damit, meine MP oder in dem Fall jetzt AP heißt es ja hier. Bin ich immer relativ vorsichtig, dass ich sie nicht einfach auf den Kopf haue. Weil man weiß ja nicht. Zumindest beim ersten Mal durchspielen, weiß man es grundsätzlich nicht. Ist hier ein Boss drin? Oder sind hier Gegner, bei denen ich Magie anwenden muss, weil sie sonst zu stark sind? Kriege ich jemals nochmal was zu essen? All solche Fragen, die halt offen bleiben. Ne? Man weiß es halt meistens nicht. So, in die Richtung darf ich nicht drücken. Na fein. So, wenn ich die... Da bin ich noch nicht sicher, in welche Richtung das ganze Licht dann kommt. Also, erstmal hoch. Silver Tops, 4 Stück. Das ist schön. Kann ich wieder ein bisschen besser angehen. Moment. Ich muss den grünen entfernen, so viel ist klar. Die Frage ist jetzt nur... Also wir dürfen nur in eine Richtung drücken. Ich kann den jetzt leider nicht einfach gegen die Wand pfeffern und bin fertig damit. Das, sowas wäre immer super toll, aber das darf ich halt leider nicht. Okay, verstehe. Und jetzt kann ich den wieder... jedenfalls in seine ursprüngliche Position bringen und kann dann nach oben laufen. Ich war jetzt gerade überlegen, was war seine normale Position, aber das haben wir gleich. Nina ist allerdings nicht schneller als so ein Nussstruppler. Aber ja, kleine Rätsel erhalten die Freundschaft im Videospiel. Besonders in RPG-Time, finde ich. Es ist ja hier nichts Wildes. Es ist halt nur ein reines... Finde heraus, in welcher Position du diese dämlichen Drachenschalterteile-Dinger haben willst, um einen Preis zu gewinnen, sozusagen. Ah, perfekt. Und jetzt ist der Ausgang nicht auch direkt offen. Light Bangle. Bangle. Bangle? Status ändern, da hatte ich das nicht irgendwann schon mal und habe ich das dem anderen gegeben? Was ist denn das da? Das da. Ach so, schützt gegen, erhöht den Schutz. Ah ja, okay. Status ändern, Attacken. Jetzt ist die Frage, meinen sie damit tatsächlich sowas wie Gift und so? Und ich habe jetzt schon eine Art Schleife gefunden, was total cool wäre. Oder meinen sie damit...
Sowas wie Angriff runter. Keine Ahnung. Außerdem, netter Herr hier. Ich bin froh, dass ich einen Ort zum Ausruhen hier gefunden habe. Sag mal, ich nehme nicht an, dass ihr zufällig interessiert darüber wäret, den Bronzeball, den ihr habt, für diesen Schatz einzutauschen, den ich im Sumpf gefunden habe, oder? Na klar. Und so hatten wir einen Eisenball. Ich habe ihn einfach da rumliegen gesehen. Trotzdem, ist ein echt netter Schatz, nicht wahr? Theoretisch tausche ich gerade einfach irgendwelche Kugeln aus. Und noch wissen wir noch nicht mal, wofür das ist. Aber hey, Kugeln, yay. So, hey, willst du meine Kugel haben? Ich habe eine hübsche Kugel. Und noch zwei Ammonias dazu. Und jetzt bin ich weg. Na, also, es ist interessant, dass es sowas gibt. Und gleichzeitig ist es so, ja, was soll ich damit? Anyway, beim nächsten Mal haben wir einen neuen Ort auf der Karte, nämlich Amphen. Das ist also, muss einem jetzt gar nichts sagen. Ist im Prinzip einfach nochmal ein neuer Dungeon sozusagen. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich in einem Camp eben Nina einfach das Pilfer geben, in der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwas stehlen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye. Das war's erstmal wieder von Rio und seinen Freunden. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht zu liken und den ganzen anderen Kladderadatsch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Patreon Panach80, Snowflinier und Marco Klerika für ihre Unterstützung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.